Hallo ihr lieben Stiere, ich heiße euch herzlich willkommen zu eurer Monatslegung Mai 2023. Meine Lieben, ich habe den Edelsteinstab des Wurzelchakras. Hier geht es um die Erdung, um die Bodenständigkeit, um letztendlich deine Energie. Wir werden gucken, inwiefern das im Mai wieder für dich sehr, sehr zutreffend ist. Ich starte diese Legung mit dem Message Engel Tarot. Ich werde das klären mit dem Mystic Palette Tarot und ich habe die Göttin mit am Start. Das ist die Legung, die ihr jetzt hier sehen werdet. Es gibt hier eine erweiterte Legung. Da werde ich das, was wir gelegt haben, das, was uns aus dem Universum gezeigt wird, werde ich hier mit den Lennys klären. Ich werde auch natürlich, ganz klar, wie soll es anders sein, mit den Weisheitskarten nochmal reingehen und gucken, was wir noch für Impulse bekommen für den Mai. Und auch eine Zeitfrequenzkarte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte sie zum Anfang nicht so. Ja, weil Zeit fließend ist, aber da sind so versteckte Botschaften drin, wo ich sage, wow, die letzten Legungen, mit denen ich da gearbeitet habe, die hatten so viele Mega-Impulse für euch. Ist echt mega, ja, und deswegen habe ich gesagt, gut, dann nehme ich die jetzt auch wieder. Denke bitte daran, es ist eine Kollektivlegung. Natürlich kannst du dir die Legung angucken, wenn du Mond, Venus und Aszendent und Sonnenzeichen im Stier hast, keine Frage. Du kannst auch natürlich alle anderen Legungen, die du vom Geburtschart her mitträgst, meine Güte, heute ist Portaltag, kannst du natürlich dir auch anschauen und du kannst auch genauso gut die erweiterten Legungen von den anderen Sternzeichen, wenn du das gerne möchtest und intensiver arbeiten möchtest, auch anschauen. Ja, die erweiterte Legung findest du in der Kanalmitgliedschaft und die Infos stehen hier alle unterm Video. Und genau, und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich los. Habe ich was vergessen? Ja, danke für alle Abos, für alle Likes, für alle Kommentare, meine Lieben. Ich freue mich wahnsinnig über die Menschen, die hier aktiv mit dran teilnehmen. Und ja, möchte einfach mal Danke sagen, auch für eure Spenden auf PayPal oder über PayPal und über die Kanalmitgliedschaft. Ne? Und wir starten jetzt los und ich gucke mal, was jetzt für die Stiere im Mai so Thema ist hier. Für das Kollektiv auf Engelgeflüster Tarot. Was ist hier wichtig für die Stiere im Mai 2023? So, gucken wir mal, was es hier für Impulse für euch gibt. Das war mir zu viel. Wunderbar. Was ist los bei euch hier? Der Stier hat die Bodenhaftung verloren, höre ich gerade. Ach, deswegen auch der Edelsteinstab Wurzelchakra. Die Karten lassen sich auch interessanterweise ein bisschen komisch mischen bei euch. Mhm. So, jetzt aber bitte für die Stiere. Gut, okay. Also es war sehr direkt. Wir haben den Page der Kelche als Outcome-Karte. Wir werden gucken. Okay, wir haben den Stern. Aha, 5 der Stäbe. Wir haben die Welt. Okay. Und wir haben die Herrscherin. Meine Lieben, was ist das für eine Kartenkonstellation? Wahnsinn. Also, meine Lieben, ihr seid im Mai in einer Energie, wo ihr seid sehr feinfühlig, ne? Feinfühlig, offenherzig, intuitiv. Dafür steht letztendlich auch die Kelchenergie. Ihr fangt hier oder ihr möchtet hier etwas verändern, etwas neu anfangen. Ein Stück weit Kreativität möchtet ihr hier leben. Ja, ihr möchtet für das, was ihr hier umsetzen wollt, braucht ihr auch Kreativität, Einfühlungsvermögen und ihr braucht eine gute Intuition im Mai. So. Du wirst dir über etwas im Klaren, und zwar für einige wird es sein, die Wunscherfüllung. Du hast etwas im Mai, was du dir erfüllen möchtest, wo du dir eventuell die Inspiration holst. Ja, wir klären das gleich mal mit dem weiteren Tarot. Es gibt hier etwas, woran du arbeitest, was du planst, was du umsetzen möchtest. Du hast hier ein Ziel, ja?
Ja, und das hat was mit Beständigkeit zu tun. Es gibt hier eine neue tolle Chance, für einige im beruflichen Sinne, für andere aber durch das Handeln und Tun, für das Vertrauen, was du hier aufbringen wirst, dass du mehr Stabilität erhalten wirst. Ja, also das heißt, gehen wir von aus, der Stier hat im Mai Impulse, Ideen, die man umsetzen möchte, und die Folge dessen ist, dass genau das deine Wunscherfüllung ist und zu mehr Stabilität und Sicherheit führt. Ja, also das ist hier ein Thema für dich. Interessanterweise wird auch deine Stabilität in Frage gestellt oder auf den Prüfstand gestellt, denn es gibt hier nämlich etwas mit 5 der Stäbe, wo dir eine Situation oder die Art der Entwicklung oder eine Situation nicht gefällt. Du bist aber, das ist so typisch Stier, jemand, du brichst das nicht über, wie soll ich sagen, du machst das mit dir aus. Ja, du brichst nicht aus und impulsierst nach außen, sondern das ist eine Situation, die du mit dir selber ausmachst. Also hier ist etwas, was dir Konflikt bereitet. Es kann aber auch sein, dass du sagst, oh mein Gott, meine Wunscherfüllung, dann haben wir hier ein Mangeldenken. Ist das auch das, was ich wirklich verdient habe? Ja, dann haben wir hier eine Thematik, wo du an deinem Mindset arbeiten darfst. Ne? Natürlich hast du es immer verdient, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist, weil du bist es dir wert und dein Geburtsrecht ist es, glücklich zu sein. Ja, aber es ist ja eine Situation, wo du einen Konflikt mit dir rumträgst oder wo du gewisse Dinge in Frage stellst. Ja, das Rad des Schicksals. Und hier geht es nämlich auch darum, dass du letztendlich verstehst, dass es eine positive Veränderung ist. Und das ist wie, ich sag mal, wie bei Homöopathie. Ne, da kann dieser Zustand der Wunscherfüllung und des Glücklichwerdens kann erstmal dahingehend ein Stück weit Verschlechterung darstellen. Das ist dann so diese Prüfung, die du erleben wirst. Aber da ist es auch wieder wichtig, und das machen ganz viele gerade durch, es werden ganz viele geprüft, wie sehr willst du das wirklich? Also wenn du hier eine Situation hast in Bezug auf deine Wunscherfüllung, wo du vielleicht einen neuen Arbeitsplatz bekommst, wo du hier eventuell eine Kreditzusage bekommst, wo du hier Stabilität bekommst im finanziellen Bereich, dann nehme es als dein Ergebnis für deine Arbeit an. Ja? Wenn du hier das Gefühl hast, ich habe einen Konflikt mit dieser Situation, dann kommt das Rad des Schicksals. Das heißt, es geht trotz alledem weiter. Ja? Und das Rad des Schicksals ist eine positive Karte. Sie sagt, es kommt was Positives, Schicksalshaftes auf dich zu. So nach dem Motto, du hast dich mit dieser Thematik hier beschäftigt, du hast dich mit dieser Thematik auseinandergesetzt, mit dem, was dich hier triggert, ja, und darfst deswegen lichtvoll weitergehen. Es wird auch positiv. Der Mai, der ist auch für dich bis dato hier wirklich positiv. Du wirst halt einfach nur ein Stück weit geprüft. Ja? Hier geht es um dein Glück, um deinen Fortschritt, um deine, wie gesagt, positive Veränderung. Ja, und du wirst hier entweder Unterstützung bekommen von einem König der Stäbe, lieber Stier, ja, oder aber du mutierst in die männliche Energie. Du gehst von der weiblichen in die männliche Energie oder du lebst mehr die männliche Energie und gehst mit einer gesunden Portion von Dynamik, von ich habe tolle Impulse, mir geht es gut. Ja, du gehst mit einer Schnelligkeit hier voran. Ja, du lässt einen alten Zyklus zurück. Ja, und du wirst hier in die Schöpferkraft gehen. Ja, und da fällst du dann wieder in die weibliche Energie und wirst sozusagen die Fülle erleben und leben durch deine Aktion. Ja, also das letztendlich, was hier vorne gezeigt ist, die Stabilität, die in dein Leben kommen möchte im Mai. Ja, dieses positive, schicksalshafte Erlebnis, was du leben kannst. Den Fortschritt durch deine männliche Energie, durch die Power, die du an den Tag bringst oder in den Monat legst, ja, die wird sich nachher positiv für dich auszahlen. Aber für das Ganze, was hier liegt, brauchst du halt einfach erstmal Kreativität, Ideen, Einfallsreichtum. Du sollst offen sein für die Dinge, die auf dich zukommen. Und es kann jetzt in jedem Bereich halt sein für dich. In der Liebe, wie genauso auf Arbeit oder Persönlichkeitsentwicklung, ja. Ja. Wir haben den Page der Münzen. Das ist eine Energie, wo auch du im finanziellen Bereich du weitere Wege gehen wirst. Also das heißt, wir haben hier
haben wir eine Chance für einen Neuanfang und die wirst du auch annehmen, weil es hier um deine Wunscherfüllung geht und du wirst hier definitiv, wirst du bestimmen. Also du nimmst die Zügel hier in die Hand und sagst, okay, das ist meine Wunscherfüllung, das ist die Chance, will ich das oder nicht? Ja, sagst du, das willst du. Ja, und auf dem Weg dahin hast du halt die Schöpferkraft, die bei dir ist, die sozusagen dafür sorgt, guck mal, auch wenn du hier den Konflikt hast, es geht immer weiter, egal wie auch immer, auch wenn du das Gefühl hast, so ein bisschen den Boden unter den Füßen zu verlieren, bleib stabil, bleib dabei. Also ganz wichtig, dir durchhalten. Durchhalten und wenn du das wirklich willst, dann bleibe dabei. Wenn du dann einknickst, nur weil dann mal eine 5 der Stäbe kommt, von der Energie her, also du einen Konflikt bekommst und wieder anfängst zu fallen, das wäre dann sozusagen, und wir ziehen über los, ja, ziehen 200 Euro ein und fangen bei Start nochmal neu an. Also dann hast du es noch nicht verstanden. Hier ist es wirklich wichtig, dass das, was du hier umsetzen willst im Mai, dass du auch wirklich dran bleibst. Ja, und wir haben den Ritter der Stäbe. Und der Ritter der Stäbe ist auch jemand, der sehr dynamisch ist, der genau weiß, was er will, der sehr sexy viel ist, der in der Liebe würde man jetzt sagen, der ein guter Liebhaber ist, ja. Auch das kann hier ein Thema sein, ja. In der Liebe die Kreativität, die neue Wege gehen, sich ausprobieren, ja. Im Beruflichen ist es hier ein Bereich der Kreativität, des Freilebens und aber des dynamischen Vorangehens. Da musst du mal bitte schauen, um was es hier bei dir geht und wie du damit in Resonanz gehst. Es ist auf jeden Fall etwas, wo du ins Vertrauen gehen darfst im Mai. Ja, wo du wirklich, wenn du etwas möchtest, auch dran bleibst, dir Unterstützung und Hilfe holst. Auch die Fürbitte hier ans Universum, bitte lenkt und leitet mich. Auch das ist hier ganz, ganz wichtig, dass du immer da dran bleibst und dir sagst, okay, ich möchte das jetzt wirklich und es ist mir wichtig. Und nie aufgeben. Ja, also brich nicht gleich ein, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie du das gerne hättest, lieber Stier, weil das wäre dann in dem Moment wieder kontraproduktiv für dich. So, dann gucken wir uns an, was die Göttinnen hier noch zu sagen haben. Für die Stiere im Mai 2023. Um was geht es hier bitte noch? Wer gerne mehr über die Liebe erfahren möchte, meine Lieben, gerne auf Sehen, liebe Tarot, einmal rüber switchen. Da habe ich meinen Zweitkanal und da gibt es alles, was sich um die Liebe dreht. Ich hatte vor einiger Zeit die Kanäle gesplittet, beziehungsweise die Themen gesplittet. Ja, habe auf Sehen, liebe Tarot nur Liebesthemen und hier halt alles andere im spirituellen Bereich, Wachstum, auch mal Kinder und, ja. Dass ihr schon mal Bescheid wisst, für die, die mich dann noch nicht so kennen. Ja, es geht hier natürlich um deine Wertschätzung. Was bist du dir letztendlich wert? Inwiefern möchtest du das, was du dir vorgenommen hast, auch wirklich erreichen? Und du bist in einer Zwischenwelt. Und das ist genau die Prüfung, die du hier hast, letztendlich. Ja? Du bist nicht mehr da, wo du mal warst. Und du wirst aber auch noch nicht im Mai da sein, wo du hin willst. Das heißt, du bist auf dem Weg dorthin. Und deswegen auch mit 5 der Stäbe wird das auch wirklich so klappen, wie ich mir das hier vorgenommen habe. Ja, schaffe ich das auch wirklich so, wie ich das hier will? Ja, natürlich schaffst du das. Deswegen kommt ja auch das Rad des Schicksals in dein Leben. Und du bekommst letztendlich eine Dynamik im Mai, die dazu führt, dass du auch durchhältst. Wir haben es hier mit der Wiedergeburt zu tun. Ja, Wiedergeburt ist, wie gesagt, du hast hier schon mal diese Thematik gelebt. Ja, und es wird hier eventuell nochmal eine Prüfung und einen Test geben, ob du das, was hier passiert ist, du verstanden hast. Du wirst nochmal eine neue Chance bekommen, hier eventuell einen Neuanfang zu machen in einem Bereich, wo du vielleicht schon mal angefangen hast, aber das nicht so funktioniert hat. Und jetzt hast du hier wieder eine Chance im Mai, das Ganze nochmal hochzuholen, das Ganze nochmal aufleben zu lassen. Ja, vielleicht hast du es ab ACTA gelegt, also weiß ich nicht, vielleicht wolltest du dich mal selbstständig machen und hattest dann aber nicht das Geld dafür oder was auch immer, was in deinem Leben hier Thema ist. Ne? Also es ist eine Situation, die du schon mal gelebt hast und jetzt hast du halt einfach die Möglichkeit nochmal hier diesen Weg normal zu gehen, halt nur auf eine andere Art und Weise. Ja, das ist ganz wichtig und hier ist auch die Frage, inwiefern du hier wirklich durchhältst und deswegen haben wir auch den Heilstein oder Edelsteinstab des Wurzelchakras, Bodenständigkeit, Erdung. Ne? Also hier ist auch ganz wichtig, dass du dich in diesen Bereichen, wo es hier um Konflikte geht,
innere Konflikte, wo du hier vielleicht auch in Zweifeln kommst, dass du hier wieder dich da rausziehen kannst und wirklich hier in die Schöpferkraft kommst, in der Kreativität bist und feurig nach vorne gehst, weil letztendlich schaffst du es, du kannst es und du hast es dir auch verdient. Ja? Wer möchte, der kann sich jetzt sehr, sehr gerne die erweiterte Legung anschauen, meine Lieben. Wir gehen da nochmal mehr in die Tiefe. Ich freue mich auf euch und an alle anderen, wenn euch das jetzt genügt hat an Informationen. Alles, alles Liebe für euch. Ja? Und bis zum nächsten Mal.